Auf der einen Seite ist Louis Bauer ein ganz normaler Teenager, der gerade für seine Prüfungen büffelt, in seiner Freizeit Klavier spielt und mit der Schwester am Handy abhängt. Doch auf der anderen Seite ist bei dem Jungen aus Fürth so gar nichts normal. Er lernt bei Papa einen der wohl krassesten Jobs als Bestatter. Mit 16 sogar der jüngste Deutschlands und eben auch der bekannteste. Denn Louis ist ausgerechnet mit Themen rund um den Tod ein TikTok-Star mit 1,1 Millionen Abonnenten. Also dieser Erfolg, der kam eigentlich voll unerwartet. Ich weiß, ich habe das Video hochgeladen, ich habe mit nichts gerechnet. Ich habe mir gedacht, okay, erst schauen wir, ob es funktioniert. Hat funktioniert und ich muss sagen, boah, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Aber macht Spaß und ist schon cool. Ja, was ist da passiert? Wir treffen ihn in seiner Heimatstadt Fürth bei Nürnberg, wo er ins Beerdigungsbusiness seines Vaters Johannes einstieg, noch bevor er richtig lesen und schreiben konnte. Dann habe ich halt meinen ersten Verstorbenen auch gesehen. Ja, ich war wirklich in der Grundschule, glaube ich. Von daher, das war immer normal. Dann habe ich irgendwann so Briefumschläge gefaltet. Dann habe ich mich für einen Minijob beworben. Und dann ist es immer mehr geworden. Und jetzt arbeite ich seit einem halben Jahr voll hier. Louis ist in der Ausbildung zum Thanatopraktiker, also Einbalsamierer, wovon es nur 100 in Deutschland gibt und zeigt uns seinen Arbeitsplatz, inklusive Kühlkammer mit Notöffnung. Berührungsängste hat er keine. Der emotionalste Job bisher war der Tod eines ehemaligen Schulfreundes. Das ist wirklich schon länger her gewesen, dass ich mit dem befreundet war. Aber da habe ich mir selbst auch der Sache angenommen, habe den selber gewaschen, selber mich drum gekümmert. Das war mir dann noch ein Anliegen, um das vielleicht auch irgendwie zu verarbeiten. Überhaupt ist es wichtig, tagtäglich den Spagat zu meistern zwischen beruflicher Anteilnahme und Abschottung im Arbeitsalltag. Dabei hilft diese gelbe Baustellenleuchte. Die brauchen wir tatsächlich, um gewarnt zu werden. Links neben mir hier ist die Abschiednahme und da sind Familien drin, die sich dann von dem geliebten Menschen eben verabschieden am offenen Sarg. Und wir müssen aber hier natürlich trotzdem weiterarbeiten und dass wir uns hier nicht die Witze vom Wochenende erzählen oder irgendwas. Und Ruhe bewahren ist einfach diese Leuchte immer an, wenn hier jemand drin ist. Die Arbeit mit den Kollegen macht einfach Spaß, wenn wir im Leichenwagen unterwegs sind und man unterhält sich. Das ist eigentlich ganz normal. Es ist wirklich nicht mein Leid, das hört sich fies an, ist aber so. Weil wenn ich das wirklich so an mich ranlassen würde, dann würde ich halt selbst dran kaputt gehen und dann könnte ich morgen kündigen. Im Februar 2021 kommt er auf die Idee mit den TikToks. Nur hätte niemand gedacht, dass ausgerechnet ein so ernstes Thema auf einer Spaßplattform so gut ankommt. Hier beantwortet Louis Fragen, die ihm im Alltag gestellt werden. Nicht immer was für schwache Nerven. Wozu haben wir hier beim Bestatter Frischhaltefolie? Verpacken wir da unser Essen. Was ist eigentlich das Peinlichste, was einem Bestatter so im Alltag passieren kann, wenn man hier vergisst, den Kofferraum zuzumachen vom Leichenwagen? Jetzt kommt eine heftige Frage. Was würde eigentlich passieren, wenn ein Leichenwagen mit einem Sarg, mit einem Verstorbenen drin, Feuer fängt? Aber durch seinen unbeschwerten Umgang mit Tabuthemen bekommt der 16-Jährige auch Ablehnung zu spüren. Wenn dann schon mal Hate kommt, also ich muss ja auch lernen oder muss auch ehrlich gesagt noch lernen, ich bin da noch lange nicht fertig mit, das irgendwie auch einzuordnen, keine Ahnung. Manchen Leuten stößt auch, glaube ich, meine Art auf, ich erzähle das locker natürlich so, wie ich bin, kommt bei den meisten gut an, aber bei ein paar Leuten halt auch nicht. Ich glaube, man muss auch erst lernen, damit umzugehen, dass man die Meinung anderer Leute komplett stehen lassen kann. Also vor allem auch, ja, wenn sich eine gewisse Gruppendynamik entwickelt. Wenn jetzt einer sagt so, hey, du bist blöd, sage ich mal, dann ist es vielleicht was anderes, als wenn eine das Kette stimmt. von 40 oder 50 Mann sagt, ja, stimmt, und schaut mal, der hat das gemacht oder gesagt und jetzt finden wir dich alle blöd. Das hat dann schon so eine gewisse Power oder scheint eine Power zu haben. Das hat schon Power, aber ja, da schaue ich bei ihm schon auch mit drauf, wir reden da auch drüber und ich versuche ihm da beizubringen, dass einem das so ein bisschen hinten runterrutschen kann. Papa Johannes Bauer hat das Bestattungsunternehmen von seinem Opa Leonhard übernommen. Inzwischen gibt es 3 Filialen und 18 Mitarbeiter. Und wer hätte das gedacht, seit Louis Ruhm nun auch einen Run auf den Bestatterjob. Definitiv bewerben sich viel mehr Leute als früher. Und die haben dann auch immer in der Beschreibung drin stehen, warum sie sich bewerben, halt wegen TikTok. Und sie kennen uns auf Social Media. Also das definitiv. Ja. Und was man auch oft hört, ist, dass nur die Leute deswegen Bestatter werden wollen. Finde ich auch cool. Das ist auch noch ein Antrieb, warum wir diesen ganzen Social-Media-Wahnsinn betreiben, weil wir einfach so dieses verstaubte Image ein bisschen entstauben wollen, um den Leuten zu zeigen, schaut mal, das ist unser Job, das macht man und so schlimm ist das Ganze gar nicht. Nur hat die Sache mit Social Media auch einen Haken. Denn inzwischen frisst der nette Nebenjob fast die gesamte Freizeit. Da geht's auch zu Hause weiter. Das Vater-Sohn-Duo hat noch einen Podcast und ein Buch geschrieben. Bleibt da der Spaß nicht auf der Strecke? Das ist ziemlich viel und da fällt dann tatsächlich, also Freizeit ist immer so, oh geil, endlich mal Pause. Es macht natürlich auch Spaß, aber irgendwann bist du halt auch einfach durch. Und ich merke, man braucht schon irgendwie so einen Ausgleich, weil wenn du das nicht hast, dann gehst du irgendwann daran kaputt. Für den 16-jährigen Teenager ist es das Mountainbiken und sein Klavier. Für seinen Vater Lego.
Und bei so knapper Freizeit ist es ja super, dass beide bei der Arbeit die Liebe fanden. Während Louis seine Beziehung privat halten mag, ist Johannes Freundin Nadine sogar schon eingezogen. Auch um ihn überhaupt mal zu Gesicht zu kriegen. Manchmal haben wir wirklich Zeiten, wo man sich's rausschneiden muss. Aber wir suchen uns schon unsere Freiheiten und unsere Auszeiten. Ich meine, beim Louis muss ich schon, oder da will ich schon irgendwie drauf schauen, dass er noch eine gewisse Jugend hat. Ich erinnere mich an mich selbst. Ich habe mit 18 die Firma übernommen, war ein junger Erwachsener, aber mir hat es dann so ein bisschen gefehlt, weil meine ganzen Kumpels, die gingen dann studieren und haben Party am Wochenende gemacht und ich musste halt da dann auf Abholung fahren. Also mir hat da schon ein bisschen was von meiner Jugend gefehlt. Beim Louis sehe ich das auch. Er ist ja noch früher eingestiegen, aber ich glaube, wir finden da die Waage ganz gut, dass wir einfach privat irgendwie Ausgleich schaffen. Wir versuchen es zumindest. Trotzdem, Nachfolgeprobleme gibt es bei den Bauers nicht. Auch Tochter Pauline zeigt großes Interesse am Familienbetrieb und das mit 10. Ich hatte vor, das Geschäft zu übernehmen, aber da der Louis jetzt da ist, geht es wohl nicht mehr. Ja, aber ich glaube, dann werde ich halt auch den Bereich wieder Louis so machen, so Abholungen und so Zeugs. Aber es kann sich auch noch ändern. Ich kann mir im Moment keinen anderen Job vorstellen eigentlich. Nö, also das war schon mit der Antwort. Was sowohl Vater als auch Sohn an ihrem Job am meisten lieben, ist die Dankbarkeit, die ihnen tagtäglich entgegengebracht wird. Dafür nehmen sie auch die knappe Freizeit in Kauf. Und deshalb strebt Louis auch keine Karriere als reiner Social-Media-Star an.